Herr Dr. Hagen, wir befinden uns hier im Konferenzsaal in der 7. Etage. Dieser müsste Ihnen wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen, oder? Ja, der ist praktisch wie mein Wohnzimmer zu Hause. Ich kenne den seit seiner Existenz, habe ihn mit aufgebaut und mitgestaltet. Fühle mich hier also pudelwohl. Deshalb möchten wir heute die Gelegenheit nutzen und Ihre Zeit beim VDP ein bisschen Revue passieren lassen. Deshalb gleich vorweg die erste Frage. Sie kandidieren für den VDP-Vorstand erneut, stehen aber nicht mehr für ein Amt als VDP-Präsident zur Verfügung. Was sind die Hintergründe? Ich werde ja im nächsten Jahr, im Mai, 65 Jahre alt und dann endet meine berufliche Karriere und auch mein Vorstandsamt in der Münchner Hypothekenbank. Dann würde ich als Präsident des VDP nicht mehr zur Verfügung stellen und es müsste neu gewählt werden. Jetzt habe ich die Gelegenheit, das in gute Hände zu geben und werde noch weiter im Vorstand sein und kann damit den neuen Präsidenten, wenn er möchte, noch beraten und ihm mit all meinen Kräften zur Verfügung stehen. Ihre Verbindung mit dem VDP hält wirklich sehr lange, schon seit 30 Jahren. Sie waren Leiter des Brüsseler Büros, waren dann Hauptgeschäftsführer und seit 6 Jahren VDP-Präsident. Was bedeutet Ihnen der VDP? Bei 30 Jahren Tätigkeit für und mit dem VDP muss ich da ein bisschen ausholen. Angefangen hat das Ganze vor 30 Jahren, als ich gefragt worden bin, ob ich Leiter des Büros des VDH in Brüssel sein möchte. Bis dahin sagte mir Pfandbrief und Verbandswesen relativ wenig. Für mich hat sich dann aber beruflich dadurch ein Fenster geöffnet, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und von da an hat sich mein Leben unglaublich spannend entwickelt. Ich habe tolle Leute kennengelernt auf der ganzen Welt und hatte immer tolle, spannende Themen, die es da zu bearbeiten gab. Dann kam kam es dann dazu, dass die Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für die Landesbanken wegfiel und damit wurde das gesamte Pfandbriefrecht sozusagen auf den Kopf gestellt. Und damit stellte sich auch für uns die Frage, wie wir uns da jetzt positionieren sollen. Wir haben gesagt, und zwar für den Pfandbrief, wir wollen eine einheitliche gesetzliche Grundlage haben für alle Pfandbriefemittenten. Und das heißt auch, dass der Verband sich ändern muss. Und aus dem Verband Deutscher Hypothekenbanken wurde dann der Verband Deutscher Pfandbriefbanken. Und wir waren der erste Verband, der dann säulenübergreifend alle 3 Säulen der deutschen Kreditwirtschaft bei sich aufgenommen hat. Wenn ich also zurückblicke, dann kann ich nur sagen, was empfinde ich für diesen Verband? Ja, eine unheimliche Dankbarkeit, weil er mir so viele tolle Gelegenheiten beschert hat, mich zu zeigen. Ich fühle ein tiefes Empfinden für eine Art Zugehörigkeit. Ich bin hier eigentlich, fühle mich hier fast wie zu Hause. Es ist sowas wie Heimat. Und das geht sogar so weit, dass mein Sohn, mein erstgeborener Sohn, nachdem also Mama und Papa sagen konnte, als drittes Wort Pfandbrief sagte. Und wenn Sie jetzt genau zurückblicken, insbesondere auf die letzten 6 Jahre als VDP-Präsident beim Verband, was war Ihr besonderes Highlight? Naja, das ist sehr einfach. Der Pfandbrief wurde vor 3 Jahren 250 Jahre alt. Und in so einem Moment an der Spitze dieses Verbandes zu stehen, das lässt sich nicht toppen. Das ist ein Gefühl der Ehrfurcht und ist einfach ein ganz tolles Gefühl, was man da hat. Im gleichen Jahr wurde die europäische Covered Bond Richtlinie erlassen. Auch das war einfach ein tolles Gefühl, weil das letztlich das Ergebnis war einer fast jahrzehntelangen Arbeit, die im VDH und dann später im VDP geleistet wurde und die damit letztlich diese Anerkennung bekommen hat. Und als letztes Highlight
würde ich mal sagen, das ist dann auf internationaler Ebene. In Basel III wurde der Pfandbrief anerkannt, indem er eine besondere risikolose oder sehr niedrig bewertete Risiken mit sehr niedrigen Risiken bewertet wird. Und damit ist er auch international anerkannt worden von den Aufsichtsbehörden. Und das war natürlich dann nochmal eine ganz tolle Bestätigung, die wir da erfahren haben. Wenn wir über Basel III sprechen, Stichwort Regulierung. Welche Wirkung hatte die Regulierung in den vergangenen Jahren auf die Banken? Die Wirkung war enorm. Es ist ja durchaus einzusehen, dass nach der Finanzmarktkrise ein erforderliches Maß an zusätzlicher Regulierung kommt. Bis dahin hat man letztlich das Handeln den freien Märkten überlassen und hat gesehen, dass da überzogen worden ist. Im Laufe der Zeit hat die Regulierung dann aber auch dermaßen zugenommen, dass es sie in der Zwischenzeit übers Ziel hinausgeschossen ist. Und da geht es nicht nur um die Regulierung, sondern letztlich auch um, wie die beaufsichtigt wird. Man muss sich mal vorstellen, ich könnte jetzt hier zig Vorschriften aufführen, das würde nicht viel bringen. Ich möchte es mal an einem Beispiel ein bisschen erkennbarer machen. Die Münchner Hypothekenbank, deren Vorstand ich bin, hat in den letzten 7 Jahren ungefähr ihr Neugeschäft um 50% jedes Jahr erhöht. Sie hat ihre Bestände verdoppelt praktisch. Und in dieser Zeit sind unsere Marktfolgekapazitäten um 4% gestiegen, die Marktkapazitäten um 26% und die Stabskapazitäten um über 60%. Und warum? Weil wir Regulierung einhalten müssen, weil es immer aufwendiger wird, das auch gegenüber der Aufsicht klar zu machen und klarzustellen, zu berichten, dass die Regulierung auch eingehalten wird. Herr Tolkmet, wenn wir über die Überregulierung sprechen, was muss in Zukunft getan werden, um eben diese zu verhindern? Naja, also zunächst mal gibt es natürlich in jedem einzelnen Regulierungsprojekt Themen, die wir auch adressieren. Ich komme nochmal auf das Beispiel Basel III zurück. Wir wollen, dass die Immobilienfinanzierung, die wir vertreten, ihrem niedrigen Risikogewicht entsprechend behandelt wird. Das ist heute nicht der Fall. Und das ist unser Lobbying, dafür zu sorgen, dass die Immobilienfinanzierung sachgerecht behandelt wird. Ich glaube aber, nach 14 Jahren Regulierung geht es um was Grundsätzlicheres. Nämlich darum, die Grundeinstellung bei Aufsehern, bei Regulierungsbehörden und bei der Politik dahingehend zu verändern, dass man mal holistisch auf Regulierung schaut und sich fragt, ob das, was da entsteht, eigentlich noch dem eigentlichen Ziel, das man verfolgt, dient, nämlich die Finanzstabilität zu erhöhen. Ich würde sagen, mit Blick auf die Bankenregulierung, nach 14 Jahren Bankenregulierung, um es nochmal zu sagen, und zwar einseitiger Bankenregulierung, es besteht die Gefahr, dass genau dieses Ziel nicht erreicht wird. Denn das, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt aus 25 Jahren Berufsleben mitnehme, das, was Sie an einer Stelle regulieren, ohne sich aber Gedanken darüber zu machen, wie das sozusagen in anderen Bereichen des Finanzsektors zu regulieren ist, das ist nicht weg nach der Regulierung, sondern einfach in einem anderen Segment des Finanzsektors. Und das stärkt die Finanzstabilität nicht, das gefährdet sie. Und ich glaube, dieses Grundverständnis, das müssen sich Aufsichtsbehörden vornehmen und müssen eine Veränderung dieses Grundverständnisses herbeiführen. Und dafür arbeiten wir. Herr Tolkmet, Sie sind als Hauptgeschäftsführer auf Herrn Dr. Hagen nachgefolgt. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Hagen beschreiben? Und gibt es für Sie einen prägenden Moment in eben dieser Zusammenarbeit? Also beschreiben würde ich Sie mit, es macht einen Riesenspaß. Und das mögen Sie auch daran messen, dass ich unter Herrn Dr. Hagen 2-mal zum Verband zurückgekommen bin. Und beim 2. Mal bin ich auch geblieben. Das glaube ich, das zeigt schon, dass es eine besondere Zusammenarbeit ist. Einen prägenden Moment kann ich eigentlich nicht herausgreifen. Es sind einfach 22 Jahre Zusammenarbeit. Und eigentlich bis auf 2 Jahre meine gesamte Berufszeit. Ja. Und ich sage es nochmal, ich glaube,
die Tatsache, dass ich mich entschieden habe, wieder zurückzukommen und auch heute, auch 13 Jahre, nachdem ich wiedergekommen bin, hier beim Verband gerne arbeite und mich auf die nächsten Jahre freue, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass ich mit Herrn Dr. Hagen und anderen im Vorstand, aber speziell mit Herrn Dr. Hagen zusammenarbeiten konnte. Und ich glaube einfach, ist mein Eindruck, wir denken ähnlich, wir gucken in vielen Fragen ähnlich auf die Welt. Wir sind beide in der Wolle gefärbte Fans des Pfandbriefs. Das ist auch was, was bei dem Verband dazugehört. Und das macht einen Riesenspaß. Sie sprachen gerade über die Vergangenheit. Wie würden Sie die Entwicklung des Verbandes in den vergangenen Jahren beschreiben? Und welchen Anteil hat Herr Dr. Hagen daran gehabt? Ja, der Verband wächst mit seinem Produkt, dem Pfandbrief. Und das hat man seit der Finanzkrise gesehen. Viele neue Banken haben eine Pfandbrieflizenz beantragt und entsprechend ist auch der Verband gewachsen. Ich glaube, die Bedeutung des Pfandbriefs ist eine andere heute, als sie zu Zeiten spezialisierter Pfandbriefbanken war, weil schlicht und einfach der Pfandbrief zum festen Refinanzierungsinstrumentarium aller Banken gehört. Und das hat auch seine Bedeutung gesteigert. Das hat auch dazu geführt, dass sich am Ende die EU-Kommission bemüßigt sah, eine Covered-Bond-Richtlinie zu schaffen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass der Pfandbrief oder Produkte, die so aussehen wie der Pfandbrief, sich weltweit verbreitet hat. Ich würde immer wieder sagen, der Pfandbrief ist der Anfang von allem gewesen. Das stimmt ja auch aufgrund der langen Geschichte. Und was ist der Anteil von Herrn Dr. Hagen? Ein ganz wesentlicher. Ohne seine bereits geschilderte Aktivität im Jahr 2005 gäbe es den Verband in dieser Form wohl nicht mehr, relativ schlicht. Und ich habe dann dazu beitragen dürfen, dass man daraus was macht und dass man den Verband wachsen lässt und eben die Möglichkeiten nutzt, die sich aus der Erweiterung der möglichen Emittenten und eben auch aus der Finanzkrise und der Rolle des Pfandbriefs in der Finanzkrise ergeben haben. Aber ohne Herrn Dr. Hagen säßen wir heute möglicherweise so nicht hier. Sie haben beide die Vergangenheit des Pfandbriefs angesprochen. 2019 haben wir Jubiläum gefeiert. Wo sehen Sie das Pfandbriefgeschäft in der Zukunft? Insbesondere immobilienfinanzierende Banken sind auf ein stabiles Refinanzierungsprodukt angewiesen. Und da ist der Pfandbrief ein Produkt par excellence. Auf den kann man sich immer verlassen. Gerade auch in Krisenzeiten. Das hatte er über so viele Krisen bewiesen. Und das haben wir in der Finanzmarktkrise gesehen. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Der Pfandbrief ist immer da, wenn man ihn braucht. Und das ist genau das, was die Banken brauchen. Und das ist dann auch das letztlich, was unsere Kunden brauchen. Nämlich wettbewerbsfähige und gute Konditionen, um Immobilien finanziert zu bekommen. Und da kann ich eigentlich nur ergänzen, wichtig wird sein, ich bin von der Rolle und von der Bedeutung des Pfandbriefs in Zukunft überzeugt, auch weil er sich eben entwickelt hat zu einem Refinanzierungsinstrument für die Immobilienfinanzierung in praktisch allen Banken, die die entsprechende Größe haben. Ich glaube, man muss aufpassen, und das richtet sich in Richtung Aufsicht, dass man den Pfandbrief betriebswirtschaftlich weiterhin sinnvoll nutzen kann. Und dass er in der Konkurrenz mit anderen Produkten bestehen kann. Und da ist die wesentliche Grundlage dafür eine entsprechende Regulierung, die nicht überzieht, sondern die genau diese betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit im Blick behält, wenn man sie ausgestaltet, wenn man sie weiterentwickelt. Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Hagen. Wie sehen Ihre Zukunftspläne für 2023 aus? Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, was da bei mir zu Hause alles liegen geblieben ist am Schreibtisch. Da brauche ich erst mal lange Zeit, um da durchzukommen. Dann ist auch bei dem, was liegen geblieben ist, auch sicherlich einiges Privates, was über die letzten 30 Jahre nicht adäquat letztlich behandelt werden konnte. Dazu gehört meine Familie, natürlich insbesondere meine Frau. Ich hoffe, dass die das alles ertragen, wenn ich jetzt des Öfteren zu Hause sein werde. Darüber hinaus kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich mich von dem Pfandbrief nie ganz werde lösen können. Und da würde ich es jetzt eher so halten wie der Terminator.
der gesagt hat, I'll be back. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich. Und wir freuen uns, Herr Dr. Hang, dass Sie uns noch ein Jahr erhalten bleiben. Vielen Dank, Frau Krasnoff. Dankeschön.